Sei ruhig, sonst geschieht ja was. Lu, wer bist du denn? Ich bin ein Drache. Ein böser Drache mit Namen Draco. Oh mein Gott, und was willst du von mir? Ich will dich entführen, Prinzessin Ottilie. Wie, Prinzessin? Ach so, nein, du verwechselst da was. Hoppel und ich haben vorhin Mittelalter gespielt, deshalb. Ja, das sagen sie alle. Doch, es ist die Wahrheit, glaub mir. Du brauchst mich nicht entführen, ich bin keine richtige Prinzessin. Doch. Wieso kommst du darauf? Weil du genauso wie eine aussiehst und genauso wie eine riechst. Du musst eine echte Prinzessin sein. Und deshalb werde ich dich jetzt entführen und ab nach Ritterland bringen. Ja. Und du kannst nichts dagegen unternehmen. Seit über 80 Jahren habe ich keine richtige Prinzessin mehr entführt. Du wirst verstehen, dass ich dich nun entführen muss, jetzt wo sich die Gelegenheit bietet. Nein, bitte nicht! Halt den Mund! Nein! Jetzt hör endlich auf zu weinen. Wir haben noch ein gutes Stück zu schwimmen. Nanu? Hey, pst! Dam-Dam! Habe ich das gerade richtig gesehen? Oder vielmehr wir? Hat der Drache da nicht gerade die Ottilie entführt? Jo. Ottilie? Ottilie? Nanu? Wo bist du denn? Ottilie? Bitte verzeih, es tut mir doch so leid. Ottilie? Komisch. Die ist gar nicht mehr hier. Vielleicht ist sie ja unten am Strand. Ja. Wenn sie traurig ist, redet sie ja oft mit dem Stein Dam-Dam. Ja, das kann gut sein. Jetzt will ich mich einmal bei Ottilie richtig aufrichtig entschuldigen, und dann ist sie nicht hier. Merkwürdig. Na gut, was soll's. Dann gehe ich eben zum Strand und ja, ach, bestimmt hat sich Ottilie wieder beruhigt. Ja. Ottilie, Ottilie, wo bist du denn? Na, hallo Wassermann, hallo Dam-Dam. Wie geht's euch? Uns geht es selber gut. Aber Ottilie... Ottilie? Ihr habt sie gesehen? Jo. Oh, das ist ja toll. Sagt an, wo ist denn Ottilie? Geht es ihr gut? Nun, das wagen wir zu bezweifeln. Ein Drache hat sie entführt. Was? Ein Drache? Wie, unser Wasserdrache? Nein, doch nicht unser Wasserdrache. Ein fremder Drache, ein Fremdiger. Der ist hier aufgetaucht. Und kurz nachdem du dich von Ottilie entfernt hattest, hat er sie geschnappt. Er hält Ottilie für eine Prinzessin. Was? Ottilie ist alles andere als eine Prinzessin. Das wissen wir. Aber dieser Drache... Sein Name ist übrigens Draco. Er ist fest davon überzeugt, dass sie eine Prinzessin ist. Er muss euch wohl beim Spielen zugehört haben. Ja, das kann gut sein. Aber sag mal, wo kann er denn jetzt mit Ottilie hin? Mensch, ich muss Ottilie retten. Ja, klarer Fall. Ich überlege gerade. Eigentlich kann es nur eine Insel hier in der Nähe geben, wo er sein könnte. Ich hol meine Karte. Ah ja, das ist nett. So. Diese Karte habe ich Gott sei Dank immer dabei. So. Dann schauen wir doch mal, wo sich diese
Insel, die ich meine, befindet. Ja, gerne. Aha. So, so. Also, fangen wir mal an, wenn ich dir das erklären darf. Hier sind wir. Das ist die Osterinsel. Hier die Robbeninsel, die kennst du ja. Und die Zauberinsel. Und hier, ja, wo der Ritter zu sehen ist, da soll angeblich eine Insel namens Ritterland liegen. Nur da könnte der Drache sein. Hier ist übrigens die Weihnachtsinsel, der Nordpol. Aber das hat uns jetzt weniger zu interessieren. Zu interessieren hat dich nur das hier, die Ritterland. Bis jetzt ist noch nie jemand da gewesen. Aber wenn du dir das hier mal so anschaust, das ist eine verdammt weite Strecke. Ja, das ist schon richtig, aber das schaffe ich schon. Du sag mal, hast du dir eigentlich schon überlegt, wie du da hinkommen willst? Natürlich, in meinem Boot. Was? In der ollen Nussschale? Also ich weiß nicht, aber na, das musst du ja wissen. Dann mal viel Glück. Du wirst es brauchen. Ja, danke, danke. Ja, naja, also ganz klarer Fall. Ottilie muss gerettet werden. Dann mache ich mal mein Boot klar und dann geht's auf nach Ritterland. Mal sehen, was mich da so erwartet. So. Na, das war doch gar nicht so schlimm, oder? Puh, hast du eine Ahnung? Du hast auch kein nasses Fell. Aber nasse Schuppen. So, willkommen auf Ritterland. Jetzt müssen wir noch etwas laufen, denn ich wohne in einer versteckten Burgruine. Ja, die findet nicht jeder. Nun, da wird dich auch niemand finden. Na los, vorwärts, vorwärts! Hoffentlich wird mich Hoppel finden und retten. Was? Dieser Hase? Das wage ich zu bezweifeln. Hier entkommst du mir nicht. Warum hast du mich denn wirklich entführt? Sag an! Das habe ich dir doch schon gesagt! Weil ich eine Prinzessin haben will. Und da du ja anscheinend eine Prinzessin bist. Ja? Verstehst du, was ich sagen will? Ja, aber ich bin keine Prinzessin. Jetzt hör endlich auf zu lügen. Halt deinen Mund. Bleib ruhig und dann wird dir auch nichts geschehen. Vorerst. Lass mich in Ruhe. Lass mich gehen. Nein, niemals. Aber, Moment. Was? Was höre ich denn da? Nein, was ist das denn? Da ist ja ein kleines Boot. Dieser Hase hat mich anscheinend doch schon gefunden. Hoppel! Nisch! Sei bloß still. Sonst ergeht es dir schlecht. Los. Du musst hier weg. Wie? Wie weg? Wo willst du mich denn jetzt hinbringen? Ein Stück von der Ruine weg. Damit dich Hoppel nicht sofort findet. Verdammt, das kann doch nicht wahr sein. Dieser Hase ist schlauer, als ich gedacht habe. Ja, es geht nicht anders. Los, vorwärts, vorwärts, vorwärts. So, und halt einen Mund, sonst fress ich dich. So. Und diesen Hasen, den fress ich gleich auf der Stelle. Na warte, du Hoppelhase.